Wir sind im Vögele-Kulturzentrum in Pfäffikon in der Ausstellung Mehr von weniger, die Lust am Überfluss und die Sehnsucht nach Einfachheit. Alle 5 Jahre beginnen wir wieder mit Geld. Länger als 5 Jahre ist nichts mehr haltbar. Ich verstehe das nicht. Also warum ist diese Reibe 5 Jahre haltbar und meine Brille nur 1 Jahr? Unsere Ausstellung ist der Versuch, eigentlich ein ganz aktuelles Thema aufzugreifen, aber so ein bisschen davon wegzukommen, von der Auseinandersetzung, die gerade in den Medien stattfindet und die so zwei Pole, nämlich auf der einen Seite sich bescheidenes Verzichten als so eine ganz große Tugend, die gerade überall gelobt wird, und auf der anderen Seite das Verschwenden und eigentlich die schönen Seiten an beidem, am Verzichten wie am Verschwenden, und das ohne große Moralvorstellungen zu beleuchten. Dieses Thema haben wir bearbeitet, indem wir eine Künstlerin eingeladen haben, Yvonne Scarabello, eine Schweizer Künstlerin, und eine deutsche Künstlerin, Marion Faust. Es gibt eine große Fotowand von Yvonne Scarabello, auf der sie all ihre Dinge inventarisiert und sich eben fragt, wofür brauche ich die Dinge, wie viel habe ich eigentlich, wo kommen die Dinge her und wovon kann ich mich vielleicht auch trennen. Marion Faust macht es auf eine andere Art und Weise im Video. Sie versucht eben 100 Dinge aus ihrem Besitzstand auszuwählen, einem Wettbewerb, einer 100 Think Challenge, und zu gucken, wie viel oder wie wenig sind eigentlich 100 Dinge, um erstmal so ein Gefühl dafür zu kriegen, wo wir selbst stehen mit unserem Besitz und unserem Verhältnis zu unserer eigenen Identität. Das, was wir hier sehen, ist eine Arbeit von Uli Westphal, ein Berliner Künstler. Wir sehen jetzt Gurken im Hintergrund, neben mir hängen noch Bohnen und hinter uns hängt eine große Tafel mit Tomaten. Und Uli Westphal beschäftigt sich eben mit dem Verhältnis von industrieller Landwirtschaft und dem, was vorher mal da war. Das heißt, es geht um Vielfalt. Wir sehen eine wahnsinnige Vielfalt, die natürlich auch künstlerisch nochmal als Spektrum aufbereitet ist, und diese Vielfalt steht in irgendeinem Konflikt mit der Menge oder Masse von Produkten, die wir in Supermärkten finden. Uli Westphal zeigt, dass das auch anders sein kann. Es ist immer sehr schwierig, einen Kurator nach Highlights zu fragen, weil mir natürlich alles, sozusagen, was die Künstlerinnen und Künstler gemacht haben, gefällt. Und ich glaube, dass die Arbeit, vor der wir gerade stehen, von Uli Westphal, die springt sehr, sehr schnell ins Auge. Aber es gibt in der Ausstellung auch kleine Positionen, über die man vielleicht beim ersten Mal durchgehen, so drüber wegläuft und erstmal auf dem Rückweg sieht. Und so gibt es viele Punkte, die mir sehr, sehr gut gefallen, weil sie Dinge einfach auf den Punkt bringen.